Hallo, liebe Katzenfreunde. Gibt es natürliche Alternativen für Antibiotika für unsere Katzen? Ja, die gibt es. Ich bin Kirsten Schulitz, ich bin Katzenhomöopathin und Psychologin seit 20 Jahren. Bei ganz, ganz vielen Beschwerden setzen Tierärzte Antibiotika ein. Das wissen wir. Aber die Natur hat ja auch immer ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und so stellt sich die Frage, gibt es nicht auch da natürliche Alternativen? Absolut. Es gibt mehrere. Die Frage ist auch, was ist denn jetzt genau ein Antibiotika? Also wenn ich sage, was ist eine natürliche Alternative, was muss ich mir dann vorstellen? Das heißt ja für mich erstmal, ich brauche irgendein Mittel, was praktisch genauso eine Wirkung hat und die Katze gesund macht wie Antibiotika in der Naturheilkunde, aber eben ohne Nebenwirkung und ohne Körperbelastung. Es gibt zum einen, was als natürliches Antibiotika gilt, ist Honig, ist Propolis, und ist kolloidales Silber. Diese drei Sachen habe ich unter anderem beschrieben in meinem Buch Natürliche Heilmittel für Katzen. Nun ist es natürlich so, dass es ja auch total unterschiedlich ist, erstens, was das Kätzchen für Symptome hat und zweitens, wie heftig die sind. Und damit ist klar, bei geringeren Beschwerden kann ich selber erstmal was gucken und sowas versuchen, wie was ich gerade gesagt habe, Honig etc. Aber wir haben auch die Homöopathie, darauf gehe ich gleich noch ein. Ist es nun, hat die Katze richtig heftig Beschwerden und geht es ihr richtig schlecht, dann steht es außer Frage, es muss schnell etwas passieren. Und dann muss man sich richtig gut auskennen oder muss einen richtig guten Tierheilpraktiker bzw. Katzenhomöopathen an der Hand haben, der sagt, zack, mach das, oder der selber dies und das macht und es muss sofort was geschehen, oder dann sind natürlich die Antibiotika vom Tierarzt erforderlich. Ja? Zum Beispiel beim Katzenbiss, auch darauf komme ich gleich. Auch in der Homöopathie gibt es ein Mittel, das als natürliches Antibiotika gilt, das ist das Mittel Lachese. Lachesis aber gerade ist ein Mittel, mit dem man sehr, sehr, sehr vorsichtig agieren muss, mit ganz, ganz viel Respekt, wo man sich auskennen sollte, damit nichts schief geht. Aber es ist nicht immer so, dass man sagt, oh, die Katze bräuchte jetzt eigentlich Antibiotika, ich gebe ihr mal Honig oder ich gebe ihr mal Lachesis oder eins von diesen. Nein, es ist leider komplizierter. Und das macht es eben schwierig. Je nach Beschwerdebild kann ich auch andere homöopathische Mittel einsetzen, wenn der Tierarzt eigentlich Antibiotika benutzen würde. Und zwar abhängig von den Symptomen. Und ich kann auch das Konstitutionsmittel der Katze nehmen. Ein Konstitutionsmittel ist das, was die Katze insgesamt persönlich und individuell anspricht. Und dann habe ich trotzdem die Wirkungsweise eines Antibiotikums. Es ist also von bis. Und das macht es schwierig. Aber natürlich gibt es natürliche Alternativen. Und ich erlebe das andauernd bei meinen eigenen Katzen und in meinen Beratungen. Und da möchte ich euch jetzt ein Beispiel erzählen. Meine Katze Gypsy wurde von einem unentspannten Kater gebissen. Ich habe den Biss nicht gleich gesehen, ich habe nur gesehen, der Kater war hinter ihr her. Sie ist schnell nach Hause gedüst. Sie hatte für mich einen totalen Schock, hat sich nur noch versteckt. Das war schon alleine die Situation. Und danach, sie hat natürlich nicht gefressen, sie hat sich hingelegt und nur gezittert. Wirklich so. Und ich kannte das schon mal. Ich wusste, ich hatte schon mal meinen Kater Kato, der gebissen wurde, der hat sich genauso verhalten. Dieses Zittern. Das passiert, wenn so ein Biss sich mit den Bakterien und Viren, die in den Körper reinkommen, durch die Zähne oder auch durch einen heftigen Krallenstoß, sowas hätte es auch sein können, so in den Körper kommt, dass der Körper sich heftig wehrt. Der ganze Körper reagiert gegen diese Infektion, die in ihm geschieht.
Und da ist es normalerweise ratsam, ab zum Tierarzt Antibiotika und das hilft in der Regel auch gut. Das hatte ich damals bei meinem Kater Kato gemacht. Gypsy habe ich homöopathisch einmal was gegen Schock und Verletzung gegeben und einmal das homöopathische Antibiotikum Lachesis. Sie hat relativ schnell aufgehört zu zittern, am nächsten Tag wieder angefangen zu fressen, einen Tag später richtig gut gefressen und dann konnte ich auf einmal auch sehen, dass sie gebissen wurde, denn da an der Stelle ging dann das Fell weg, eine schwarze Katze, sie wurde kahl und ich konnte richtig erst nur ein Stichloch sehen und dann das zweite. Ich konnte den Eiter sehen und wusste, okay, es ist erstmal gut, der Eiter fließt ab. Natürlich habe ich weiter behandelt. Ich konnte da ein Silber drauf sprühen, wobei Gypsy eine Katze ist, sie läuft eher weg, als dass sie das toll findet. Und weiter mit homöopathischen Mitteln gegen den Eiter etc. Es waren keine Antibiotika nötig. Jetzt möchte ich aber keinem von euch bei solchen ernsten Geschichten ans Herz legen, das selber zu versuchen, wenn ihr keine Ahnung habt. Entweder ihr habt wirklich, wirklich einen richtig guten Homöopathen an der Hand und die Mittel zu Hause oder der Homöopath kommt zu euch zu Hause. Sonst bitte ab zum Tierarzt. Aber ich möchte euch hiermit einfach aufzeigen, dass es super natürliche Möglichkeiten und Alternativen gibt, die den Körper eben nicht belasten. Es ist möglich. Und das war schön, das zu sehen. Und natürlich hätte das nicht relativ sofort geholfen, wäre ich mit ihr zum Tierarzt gefahren. Das steht auch bei mir außer Frage. Es geht immer die Gesundheit der Katze vor. Ich packe euch Links zu dem Buch, mein Buch Natürliche Heilmittel für Katzen und zu meinem Buch Symptomatische Homöopathie für Katzen. Und es hat natürlich auch was mit der Potenz zu tun, wenn wir bei der Homöopathie bleiben, ja? Da möchte ich jetzt nicht näher darauf eingehen, weil das ist eine komplizierte, komplexe Geschichte. Es muss die richtige Potenz auch gegeben werden. Und das hängt auch wieder von der Ursache ab und wie heftig das ist, etc. Und da braucht ihr nun mal den guten Homöopathen. Ich möchte euch hiermit einfach aufzeigen, dass es Alternativen gibt. Ich hoffe, es geht euch und eurem Kätzchen gut. Danke fürs Zuhören. Gerne abonnieren, Daumen rauf, netter Kommentar. Schnurr, schnurr, miau. Bis zum nächsten Mal. Eure Kirsten Schulin.